In diesem Video werde ich dir das wahre Geheimnis vom Network Marketing offenbaren und du wirst somit verstehen, warum 95% der Networker scheitern in diesem Geschäft und nie wirklich das Geld verdienen oder das Team aufbauen, das sie sich eigentlich wünschen. Viel Spaß! Ja, hallo, Sebastian Reiners hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Natürlich war dieses Video oder die Einleitung dieses Videos etwas überspitzt, aber das ist auch völlig gut so. Denn dieses Video soll jetzt keine Aufforderung sein oder ich will hier nicht den Moralapostel spielen und dir sagen, dass es kein Geheimnis im Network Marketing gibt und dass du dir einfach den Arsch aufreißen musst, ja? Dass du einfach wirklich hart arbeiten musst. Aber die Leute, die da draußen sagen, du musst dir den Arsch aufreißen, die sagen gleichzeitig auch, work smart, not hard. Also arbeite schlau, arbeite klug und nicht hart. Ja, man kann aber auch beides zusammen machen. Natürlich ist kluges Arbeiten einfach. Ja. Aber es gibt ein Geheimnis im Network Marketing. Es ist nicht das Geheimnis überhaupt. Aber es ist ein sehr wichtiges Geheimnis. Und ich werde dir jetzt wahrscheinlich etwas sagen, was du bereits schon weißt. Network Marketing besteht aus zwei Wörtern. Network und Marketing. Lass mich das ein bisschen ausholen. Jahrzehntelang war es im Network Marketing so, dass man sich immer vom Marketing ferngehalten hat. Ja, also es wurde wirklich als ein purer Vertrieb behandelt. Wenn du aber heute auf Google bist und irgendwas eingibst, ja, wenn du dir irgendwas suchst, dann werden dir selbst schon Nähmaschinen angezeigt. Sogar Hersteller von Nähmaschinen benutzen Google-Anzeigen, also Marketing, um ihr Produkt weiter zu vertreiben. Warum wurde das in Network Marketing immer zurückgehalten? Network Marketing ist in der Hinsicht die Steinzeitform vom Vertrieb. Ja? Selbst der normale Vertrieb in Sachen Versicherung und sowas hat sich schon in das Marketing eingearbeitet. Hier aber ein wichtiger Fakt, die Großen, also die Elite der Network-Marketer da draußen und die Downline, also die direkten Partner von dieser Elite, wurde auch damals vor dem Internet schon in Marketing geschult. Diesen Leuten wurde intensiv gezeigt, wie sie perfekte Zeitungsannoncen schalten, wie sie Flyer richtig verteilen, ja, wo sie Plakate aufhängen müssen. Offline-Werbung hat man das damals genannt. Das war das Marketing für diese Leute. Das hat den Elite-Networkern da draußen damals dafür gesorgt, dass Leute auf sie zukommen und bei ihnen einsteigen wollen und sich für das Geschäft interessieren. Das heißt, du musst nicht mehr zu den Personen nach außen gehen, sondern sie kommen zu dir. Heute gibt es das Internet. Ja? Jeder kann sich all das Wissen holen, was man haben will. Ja? Und Network und Marketing sind zwei verschiedene Sachen. Network heißt, kann man umleiten auf Networking, das heißt, du musst dich mit Menschen verknüpfen und Marketing heißt, du musst Werbung machen für dein Geschäft. Ja? Du musst dafür sorgen, dass Menschen auf dich zukommen. Networken ist, du gehst auf Leute zu. Marketing ist, Leute kommen zu dir. Warum macht man nicht beides? Und hier an dieser Stelle möchte ich dir einen unglaublich, wirklich unglaublich wichtigen Leitsatz mit auf den Weg geben, der dein ganzes Leben verändern kann. Invest, Learn, Teach. ILT. Was heißt das? Du musst Zeit oder Geld investieren, um etwas Neues zu lernen und dann muss es weitergehen. Dann muss es den Leuten beibringen. Denn Network Marketing ist genauso eine Branche, ist genauso ein riesiger Markt wie Nähmaschinen. Ja? Es ist deswegen also auch gar nicht fraglich, dass Leute Probleme haben, im Network Marketing erfolgreich zu werden. Und 95% haben nun mal nicht die Erfolge, die sie eigentlich haben möchten. Das ist ein super Markt für dich. Diese Leute haben Probleme. Ja? Du musst dich als Experte positionieren. Du musst sagen, pass auf, ich habe ein bisschen Ahnung vom Network Marketing, ich habe mir das und das Wissen geholt und ich hatte die gleichen Probleme wie du. Ja? Und ich werde jetzt dieses Wissen weitergeben. Invest, learn, teach. Bau dir ein Follow-up auf. Bau dir eine Audience auf, also quasi ein Publikum, Zuschauer, die dir folgen. Ja? Die werden dich mögen und du wirst langsam aber sicher zu einer Marketingmaschine. Dein Name
wird eine Marke. Damals, als es das Internet nicht gab, waren die Leute am besten, die wirklich Marketing betrieben haben, weil die ihren Namen zu einer Marke gemacht haben. Und als dann der Name der Marke zu Zeiten, wo man sowieso nicht so viel Geld hatte, dann plötzlich überall auftauchte und dann gesagt wurde, ja, der das mit Network Marketing macht, dann wurde man natürlich neugierig auf Network Marketing und vor allem auf diese Person. Wie hat sie es geschafft? Kannst du heute alles ganz locker nachmachen mit dem Internet. Das ist das Geheimnis, was ich dir mit auf den Weg geben wollte. Ja, 95% der Network-Marketer sind nicht erfolgreich. Dies passiert meistens dann nicht dadurch, dass sie nicht hart genug arbeiten, sondern dass sie nicht smart genug arbeiten. Ja? Und das vor allem nicht kombinieren. Es gibt nichts Schöneres aus meiner Sicht, als ein kluges System zu haben, mit dem man arbeiten kann und sich dann richtig den Arsch aufzureißen. Wirklich für das einzustehen, was seine Träume sind, was seine Ziele sind. Und ich habe gesehen, dass es wirklich diese Differenz gibt zwischen Leuten, die machen nur Network, und es gibt Leute, die machen Network-Marketing. Ja? Denn du musst Netzwerke aufbauen und diese vermarkten. Netzwerk-Marketing. Das sind zwei Sachen. Das ist ganz wichtig. Ja? Also, wenn du ein neues Level erreichen willst im Network-Marketing, probier es doch einfach mal, mit Marketingstrategien zu arbeiten. Wenn dich das interessiert, klick einfach den ersten Link unterhalb des Videos und hol dir unseren 5-tägigen kostenlosen Videokurs vom Elite Business Club. Dort wirst du in allem geschult, was du brauchst, um erfolgreich zu werden, sowohl im Network als auch im Marketing. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich freue mich auf dich. Dein Sebastian. Ciao.